Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Mit mir, dem Pete. Wir starten ganz spannungsgeladen mit einer Runde Gwent. Gwent. Ich wette mal 5. Wouldn't mind a few rounds of cards. Das schauen wir doch mal. Ja, mein Deck ist doch eigentlich komplett, oder? Das habe ich doch soweit schon eingerichtet, oder? Ich beginne sogar. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Dann nehmen wir doch gleich mal die beiden schlechtesten. Das sieht gut aus. Ich habe gute Karten. Leck mich am Arsch. Okay, alles klar. Mein schlechtestes ist 4. Was kann die hier? Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. What the fuck? Holy shit, das werde ich später einsetzen. Also starten wir einfach mit einer Fernkampf mit Sabrina Glephysic. What the fuck ist denn jetzt los? Hat er eine 10er-Karte rausgespielt? Holy shit. Warte mal. Fernkampfkarten 1. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Schenke ich dem die Runde? Weil er jetzt schon seine beste Karte rausgeknallt hat? Dann würde ich meine schlechteste Karte gegen seine beste Karte tauschen. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Dann passen wir mal. Leute, der ist Level 10, glaube ich, oder wie sieht das aus? Wieso hat er noch eine Runde benutzt? Also er hatte Stufe 10. So, mein Gegner fängt an. So. Level 1 Bogenschütze. What the fuck? Und jetzt hat er seinen 10er wiedergeholt? Meine Freunde, wir haben ein Problem. Aber noch haben wir kein großes Problem. Gegen... Ach Gott, gegen 11. Wie soll ich gegen 11 ankommen? Der hat seine Karte wieder geholt. Die Runde kann ich... Aber ich darf keine Runde mehr verlieren. Alter Vater. Na dann. Wenn dir die Bauern ausgehen... Was war das für eine Karte? Kann ich mir die bitte nochmal angucken? Ne, kann ich mir nicht nochmal angucken. Okay. Was wir jetzt machen werden... Oh Gott, was werden wir machen? Wir werden diese Karte setzen. Damit habe ich 16. Und damit passt mein Gegner. Damit passe ich logischerweise auch. Scheiße, okay. Das war nicht so clever, was ich gemacht habe, glaube ich. Jetzt werden wir alle Karten einsetzen, die wir haben. Ja, diese Runde geht jetzt bis zum Tod, wa? Alle Karten rausknallen. Der kann sich nicht wieder die dazu holen. Will er mich verarschen? Ja, dann. Dann schau dir zu, drei zufällige. Hat sich drei, was, der hat sich drei Karten von mir angeguckt, oder was? Okay, nehmen wir nochmal die dazu. Das Schlimme ist... Ich hätte... Alles klar. Dann muss ich mal den Nebel benutzen. Fernkampfeinheiten. Och nö. Oh, Scheiße. Die, ja, immerhin eine Stärke, ne? Besser als nichts. Ja, nicht Maus und Tastatur erkannt, du kleine Hure. Ja, damit hat er mich schon besiegt. Scheiße.
hat mich besiegt. Oh, shit. Selbst wenn ich diese Karte benutze, hat er mich besiegt. Ja. Er hat mich eiskalt platt gemacht. Ja, ich habe keine Karten mehr. Die Runde habe ich verloren. Was bringt es mir denn, meine Anführerkarte einzusetzen? Ich suche deinen Nachziehstapel nach extrem dichter Nebel und spiele diese Karte sofort aus. Nee, will ich nicht. Runde ist verloren. Alter, hatte der krasse Karten, ey. Okay, direkt nochmal probieren. Wouldn't mind a few rounds of cards. But once every three moons. Dann nehmen wir doch. Dann nehmen wir noch mal den raus. Guter Tausch. Und die Karte raus. Ich weiß, dass sein Zehner. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Sein Zehner ist für den Fernkampf. Mal gucken, ob der den sofort direkt wieder setzt. Das Problem ist, der holt sich den ja sowieso jedes Mal wieder, der kleine miese Motherfucker. Starten wir hier mit. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was macht die hier? Wähle eine Karte aus einem Ablagestapel und spiele sie sofort aus. Das ist stark. Die behalte ich erst nochmal. Ha. Vielleicht hat er seine Zehner gar nicht gezogen. Das wäre mal ganz nice. Ich habe 8, er hat 7. Das heißt, wir nehmen die blöde Zweier. Gucken, wie er kontert. Verdoppelt, was? Okay. Kein Problem. Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Die Karte kann ich eigentlich noch ganz gut einsetzen, um mit ihm gleichzuziehen und gucken, was passiert. Mieser kleiner Motherfucker. Frisst das. Mieser Motherfucker. Hat ja echt gutes Wetter gehabt. Da benutze ich meine Anführerkarte. Schau dir drei zufällige. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich will nicht jetzt schon passen, weil dann kann er immer noch aufholen und dann hätte ich die ganze Scheiße umsonst gemacht. Also lege ich die Karte. Hat er sich eigentlich drei neue Karten geholt durch sein komisches Ding da? Okay, da passe ich jetzt. Das kann er doch unmöglich jetzt easy peasy aufholen, oder? Ich bin so weit in Führung. Was macht er denn? Der hat ja alles rausgehauen, was geht.
Wie viele Karten kann er denn da noch groß haben? Ach du mieser kleiner Facker, das kann nicht wahr sein. Scheiße. Was ist meine beste Karte? Lege diese Karte auf das Schlachtfeld deines Gegners. Sie wird auf die Gesamtstärke deines Gegners angerechnet und ziehe zwei Karten vom Nachziehstapel. Ja, das kannst du mal direkt hart knicken. Ich brauche was Stärkeres. 6 ist noch zu wenig. Lege diese Karte... Ach ne, das hatten wir auch gerade. Zwei Karten nachziehen ist aber auch... Kann sehr, sehr gut sein. Oh. Ich glaube, anders kann ich mir den Arsch nicht retten. Wait, wieso ist mein Sechser... Hatte ich nicht noch einen Sechser-Dingens hier? Wo ist denn der hin? Wie viele Karten hatten der überhaupt? Das kann doch gar nicht sein. Ah, der holt sich jetzt neue Karten. Der miese kleine Lutscher. Ja, ich habe keine andere Wahl, wa? Alles klar, das ist dann 101. Wobei, der hat viel mehr Karten, der macht mich jetzt eiskalt platt. Der hat, ach, ich sehe sogar, wie viele Karten der hat. Der hat 3. Dann komme ich auf insgesamt 9. Fuck you. Ja, geil. Die einzige Karte, die ich noch habe. Geil. Scheißegal, ich habe verloren. Ich habe 2-mal die gleiche Wix-Karte gezogen, ey. Ah, Spiel aufgeben. Ficker, ey. Jetzt habe ich keinen Bock mehr mit dir zu spielen, du bist ein Arsch. Ist sonst noch jemand hier mit mir reden? Squish. Okay. Ah, fuck you all. Ich sag, wen Kartenfach? Was geht hier eigentlich ab? Oh, was machen die denn? God's preserve ye. Ach, die zerstören das Logo, ich verstehe. Stop staring or I shall call the guards. Maul halten! Hier will überhaupt niemand mit mir reden. Ihr seid alles Schweine. Gucken wir doch mal, was da oben abgeht. Sorry. Ah, hier bauen sie das ab. Hier wird alles abgebaut. Also das ist auch die Symbolik. Oder einfach nur... Ach so, das ist ja eine nicht... gerade kirchliche Angelegenheit, diese Nilfgaarder, wa? Die haben wir ja nicht so mit Kirche. Ups. Ja, jetzt hör auf zu springen. Aber ich dachte gerade schon, der springt jetzt die ganze Zeit. Ich hab nur einmal B gedrückt. Oh Mann, ey. Hä? Wo soll ich denn hin schnell reisen? Achso. Ja, viele Möglichkeiten ergeben sich da ja nicht, wa? Wo ich hinreisen könnte, dann wird's wohl der Galgenhügel. Geralt und Yennefer would be united. Something even more important happened in Vizima.
Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. At Yennefer's behest. Fünf Tage hat bis da gebraucht, dieser Geralt. Ganz schön lahmarschiges Stück. Aber wie gesagt, ich spiele leider nicht auf Ultra. Das haben wir gerade ganz gut an der Krähe gesehen, glaube ich. Und wir sind schon wieder leicht bärtig. Das kann alles in 5 Tagen passieren. Zumindest bei einem Geralt, bei mir nicht. Oh nein, jetzt werde ich hier tatsächlich angeschrieben bei Steam. Das hätte ich definitiv vorher ausmachen sollen. Wieso sind denn da bitte Wildhunde direkt? Was ist denn das hier für eine Begrüßung? Ich will die schon ficken. Level 1 Wildhunde, ein bisschen warm werden. Okay, das ging voll in die Hose. Keine Panik, Pferd! Keine Panik, Pferd! Bam! Und last but not least! Easy. Drecksköter. Ups, das wollte ich gar nicht. Was passiert denn hier gerade mit dem Wetter? Bisschen Hunde getötet, dann wird es direkt ungemütlich. Das waren Wildhunde, wie wir vorher von dem Jäger gelernt haben. Wildhunde, mit denen ist nicht zu spaßen. Ich finde es übrigens voll witzig, mittlerweile sind glaube ich 4 Folgen oder so veröffentlicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Unter einer Folge haben sich die Leute mega beschwert. Also einige von euch da draußen, falls ihr noch zuschaut. Dass ich ja nicht alles einsammle. Und irgendwann habe ich auch selber damit angefangen, ganz viel einzusammeln. Und anfangs da an sich zu beschweren, dass ich zu viel einsammle. Das war... das war durchaus unterhaltsam. Ich sehe gerade, ich habe noch einen Fertigkeitspunkt. Den sollte ich vielleicht mal investieren. Und zwar hier rein. Und ich sehe außerdem gerade, dass ich... drei Dinger gleichzeitig benutzen kann. Hm, das fällt mir ja früh auf. Seit wann kann ich das? Ihr wisst das ja. Ich habe da hinten so einen Wachturm gesehen, den will ich mal abchecken. Ich habe eine Option gesucht, um die Fragezeichen auszustellen, weil die mir ja... keine Ahnung, die sorgen dafür, dass ich diesen komischen Spielstil annehme und alles nach Fragezeichen absuche und die abfahre. Aber irgendwie ist das nicht unbedingt das, was ich will, so im Nachhinein gesehen. Deswegen habe ich versucht, die Fragezeichen abzustellen, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Wo sind wir denn hier, bitte? Teufelsgrube. Slide, Slide. Oh, was? Irgendwas reißt hier durch die Gegend. Irgendwas Böses. Ach, Gule. Geralt hat auf jeden Fall eine wunderschöne Art und Weise, sich diesen Gulen zu nähern. Das muss man ihm ja mal lassen. Mehr Gule? Kein Problem. Aber warte mal. Das nennt man wohl in Fachkreisen Double Kill. Den anderen Ghoul kann man gar nicht looten, die Sau. Was ist denn hier los? Hier ist ja mega die krasse Monsterplage. Sind das eigentlich immer noch Deserteure, was hier hängt? Diese Person wurde wegen Verbreitens von Defätismen, Lügen und Verleumdungen seiner königlichen Hoheit Radovet des V., König des Nordens, zum Tode durch den Strang verurteilt. Naja, irgendwann was macht man immer falsch, ne Jungs?
Irgendwann macht man immer. Irgendwas macht man immer. Mein Gott, was ist denn los? Ich war heute bei Christian für Bloodborne. Wir haben irgendwie so letztens eine Pause gemacht und jetzt haben wir gerade noch so, keine Ahnung, 40 Minuten oder so vom Spiel gespielt. Und dann war Bloodborne vorbei. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich springe auf dich zu, Wildhund! Und töte dich! Das liegt in meiner Natur, denn ich bin ein Witcher. Da vorne ist ein Dorf. Ich glaube, da sollen wir auch hin, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Da sollen wir gar nicht zu diesem Dorf. Wir sollen gar nicht zu diesem Dorf. Oder wir sollen zu diesem Dorf. Und wir werden zur Taverne geführt. Ha! Bevor ich in diese Taverne gehe, werde ich mir erstmal das Dorf anschauen. Denn hier gibt es Probleme. Offensichtlich. Das sieht alles nicht so gut aus, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Bevor wir uns dem Anschlagbrett widmen. Ja, hier wird auch rumgeweint. Berauben wir den Dorfbewohnern alles, was sie noch haben. Guck mal, der Krieg langweilt die Bäuerin. Kann's ja so schlimm auch nicht sein. Hallo, ich bin der Geralt. Keiner da. Auch nichts zu stehlen. Nun gut, dann ist dem so. Na, Geralt. Ups. Entschuldige bitte. Auch eine gelangweilte Bäuerin. Sieht nicht so aus. Okay, sorry. Sieht aus wie ein Amboss. Und das sieht aus wie ein Schleifstein. Wo ist der Schmied? Wait. Hier ist noch ein Symbol. Oh, ich kann hier... Oh, das wollte ich gar nicht. Ich kann hier meine Rüstung und alles andere aufwerten. Meine Rüstung und meine Waffen. Das ist ja nice. Der Schmied scheint gar nicht da zu sein. Das ist ein Problem. Schmiede brauche ich für viele Dinge. Vielleicht ist er verschollen und wir müssen ihn suchen. Kann man da Atem nutzen oder sind die dann mega sauer auf mich? Erstmal F5 drücken. So, und... Bam, Junge. Wait, was ist das hier am Bund? Ich habe gerade genau gesehen, dass da was Rotes war. Oder auch nicht. Na gut, was haben wir denn hier drin? Stahlblech. Naja, immerhin. Und hier ist eine weitere Tür. Uhu, was haben wir denn hier direkt gefunden? Amethystenstaub ist bestimmt auch geil, aber Smaragdstaub, das wäre aus. Könnte auch dieses LP auf der ewigen Suche nach Smaragdstaub nennen. Ist hier irgendjemand oder so, der mir hart um den Sack gehen kann? Sieht nicht danach aus, wa? Armbrustjäger, ein Stuhl, Weinstein, Armbrustbolzen und verbesserte Katze. Guck mal, wir haben noch nie Katze gemacht, also diesen Trank, aber hier, jetzt können wir schon verbessern. Oh, das ist viel zu lesen. Oh, das gibt eine Lesefolge. Huiuiuiui. Aber vorher schauen wir uns beispielsweise diese Jägerhandschuhe sind schlechter, aber die Armbrust ist besser. Die Bolzen sind besser. Was haben wir hier eigentlich noch so drin? Nur Quatsch, ne? Und wir haben noch so viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. Bruder Adalberts Bestiarium. Jede Bestie, die hierhin beschrieben wird, lässt sich auf zwei Weisen jagen. Entweder sucht man die Spuren, folgt ihnen und erschlägt die Mistgeburt, wo immer man sie findet, oder man lockt sie an einen bestimmten Ort und fordert sie dort zu seinen Bedingungen zum Kampf. Letzteres Vorsehen birgt weniger Risiko, denn der Jäger gewährt der Bestie keine Gelegenheit zu einem unerwarteten Kampf. Doch man bedenke, um eine Bestie in eine Falle zu locken, gilt es, ihre Vorlieben und ihr Verhalten zu kennen. Gabelschwänze lassen sich folgendermaßen ködern. Man stecke einen Stab in den Boden und binde eine Ziege daran fest. Dann verstecke man sich eiligst im Gebüsch. Die Bestie, angelockt vom Ziegengeruch, wird zweifellos bald eintreffen. Jagt man einen Greifen,
So eignet sich Kreuzdorn aus tiefen Gewässern. Das kennen wir schon. Der gewaltige Gestank dieses Krauts wirkt auf Greifen wie saftig geröstetes Fleisch auf den Menschen und so wird er alsbald eintreffen, wie weit entfernt er auch sein mag. Geht es um Ertrunkene oder Wasserweiber? So ist hinlänglich bekannt, dass Fisch und faulige Muscheln ihre Leibspeisen sind. Und was Trolle angeht, so ist gemeiner Fusel ihre größte Schwäche. Interessant. Wir haben aber noch mehr nicht vorgelesen, ne? Ist das neu? Nee, das ist nicht neu. Das sind so viele Bücher, ich verpasse. Der Überblick ist hier richtig hart verloren gegangen bei mir. Muss ich leider zugeben. Ein beschriebenes Dokument. Ne, das kennen wir auch schon. Das ist hier. Das kannten wir schon. Porträt der älteren Völker. Das kannten wir, glaube ich, noch nicht. Das können wir auch mal ganz kurz lesen. Oh, das ist ja ein bisschen was, ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Was ist ein Anderling? Nun, die Antwort ist einfach. Wie der Name schon sagt, ist ein Anderling eine Kreatur, die einem Menschen zwar ähnlich ist, aber zu andersartig ist, um einer zu sein. Sie läuft zwar aufrecht auf zwei Beinen, spricht eine Sprache ähnlich der unseren und kleidet sich vergleichbar, doch hat sie trotzdem mehr mit Bestien als mit edlen Menschen gemein. Zwerge sind wie Maulwürfe. Am wohlsten fühlen sie sich unter der Erde und sie meiden das Sonnenlicht. Sie leben gerne im Schmutz und sind ewig von Schlamm und Schleim bedeckt. Sie lieben alles, was in der Erde zu finden ist. Stein, Metall, Mineralien aller Formen und Farben. Außerdem heißt es, dass sie sich wie ihre Verwandten, die Maulwürfe, zumeist von Würmern, Schaben und anderen Krabbelgetier aus der Finsternis nähren. Dieses Buch ist offensichtlich von einem Rassisten geschrieben. Halblinge wiederum sind Erdhörnchen ähnlicher. Sie sind dick, faul und auf typische Nagerart laut. Sie haben nichts als Fressen und Saufen im Kopf und dies stehlen sie anderen, nobleren Kreaturen, um sich damit in ihre Behausungen zu flüchten. Sie zeichnet eine grausame Schleue aus. Man kann des Hungers sterben, ohne dass sie eine Mahlzeit mit einem teilen würden. Man kann bettelarm sein und sie würden einen dennoch ausplündern, während sie selbst im Gold schwimmen. Man kann ihnen nichts als Gunst erweisen und dennoch würden sie einen von hinten erstechen. Okay. Elfen wiederum scheinen mit den Raubvögeln im fernen Sirikanien verwandt. Sie lieben bunte Federn. Sie verbringen am liebsten den ganzen Tag damit, ihr Spiegelbild im Wasser zu betrachten und ihr eigenes Lob zu singen. Sie sind so selbstverliebt, dass sie keinerlei Verlangen nach Angehörigen des anderen Geschlechts ihrer Spezies haben. Ihr Erscheinungsbild schmeichelt... Moment, what? Ha! Wie setzen die... Wenn Männlein kein Interesse an Weiblein hat, wie pflanzen die sich denn fort? Ihr Erscheinungsbild schmeichelt fraglos dem Auge, doch dies täuscht, denn sie sind außerordentlich grausam. Wer sich von ihrem Äußeren blenden lässt, den betrügen sie zuerst und töten ihn dann kaltblütig. Der beste Beweis? Die sogenannten Scoia'tael. Banditen, die behaupten, für die Freiheit zu kämpfen, doch in Wahrheit nur Menschen töten wollen. Scoia'tael kennen wir aus dem zweiten Teil. Alle diese üblen sogenannten älteren Völker sterben zu unserem großen Glück allmählich aus. Das Herz eines jeden rechtschaffenden Menschen füllt sich bei dem Gedanken mit Freude, dass seine Urenkel diese Kreaturen nicht mehr kennenlernen werden und dass Zwerge, Halblinge und Elfen in ihren Tagen nur mehr Märchenfiguren sind, mit denen man Kinder beeindrucken kann. Ha, haben wir das nicht in dem Schloss gefunden? Das ist ja mal spannend. Die nächsten Bücher werde ich dann, glaube ich, also Perlen des Nordens kennen wir beispielsweise noch nicht. Ein Schwert gegen Hexer, glaube ich, auch noch nicht. Was wird aus Temerien? Gnomische Scherze kennen wir nicht. Wir haben viel eingesammelt, aber ich kann jetzt nicht ernsthaft hier so eine krasse ganze Folge draus machen. Das werden wir im Laufe des Let's Plays, werde ich immer mal wieder das ein oder andere Buch vorlesen. Auch wenn ich jetzt gerade Lust auf das Buch habe, aber wobei, wir sind jetzt, weiß ich nicht, bei Folge 10 oder so, da wird sowieso keiner mehr gucken. Das ist krass, The Witcher schauen echt nicht viele, aber das liegt einerseits tatsächlich daran, dass das viele selber spielen wollen, es liegt daran, dass ich auf Englisch spiele, es liegt daran, dass es ein vergleichsweise langweiliges LP ist, wenn man das jetzt mit TTT oder so vergleicht. Oder selbst gegen Far Cry ist das hier jetzt nicht gerade das spannendste LP aller Zeiten.
Aber ich freue mich über jeden, der dran geblieben ist. Das ist sehr, sehr nett. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich zwischendurch was vorlese, weil mich tatsächlich die Geschichte auch selber interessiert. Und es wurde dann auch vorgeschlagen, irgendwie zu sagen, ja, zeig das doch nur kurz. Können die, der das interessiert, das selber durchlesen? Ja, kann ich selber ja nicht lesen. Das stinkt ja hart am Mangel. So, schauen wir doch mal. Oh, jetzt geht's weiter mit Lesen, Leute. Jetzt geht's weiter mit Lesen. Oh, shit. Ihr seid hiermit gewarnt, dass jeder mit einer produzierenden Milchkuh verpflichtet ist, diese vor dem Wochenende nach Krähenfels zu bringen. Auf wessen Hof wir danach noch eine Milchkuh finden, der hält auf der Stelle 50 Peitschenhiebe und wir nehmen ihm weg, was wir tragen können. Wer Leute meldet, die Milchkühe verstecken, bekommen einen Sack Getreide von Feldwebel Adal. Das klingt ja nach einem unfassbar netten Menschen. Das Ahnenfest rückt näher. Bald schon kommt das Ahnenfest. Geplagte Seelen, die nach dem Tode bisher keine Ruhe fanden. Hungrige, müde, verängstigte Geister. Bald werden sie unter uns wandeln. Aber wir werden Masken schnitzen und sie mit Gesang, Gebet und guten Worten in die nächste Welt schicken. Der Weidala. Interessant. Von den Tavernenwirten. Die Getränke in der Taverne am Scheideweg, wo wir sofort hingehen werden, werden mit Novigrader Kronen bezahlt. Anderes Geld nehmen wir nicht an. Es wird auch nicht angeschrieben. Tauschgeschäfte gibt es auch nicht, Nahrungsmittel ausgenommen. Wem das nicht passt, der geht besser Eicheln suchen. Warnung. In einsamen Wäldern sind Schreie weit zu hören und Schatten reichen weit. Meide also das finstere Unterholz, mein Kind, damit dich auch nichts Wildes frisst. Okay. Eine Bitte. Gute Leute, da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Seitdem sind 3 Tage vergangen und sie liegen nur da. Ihre Bäuche dröhnen schrecklich, ihnen ist übel und sie weinen ohne Unterlass. Wer zu helfen weiß, soll bitte zu meiner Hütte kommen. Ich habe nichts zu geben als ein warmes Wort und ein Dankgebet von Vissi. Ja, da werden wir wahrscheinlich vorbeischauen, nehme ich mal an. Vermisste Ehefrau. Gute Leute, habt Erbarmen und hört mein Flehen. Meine Frau Hanna ist verschwunden. Sie ist vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und nicht zurückgekehrt. Ich bin ganz außer mir vor Sorge und zahle dem, der sie mir zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen muss, jeden Preis. Nierlin, Jäger aus Schwarzzweig. Ist das eine Quest? Wildes Herz. Scheint eine Quest zu sein. Ist das eine Quest? Wir haben gerade, wir hätten noch was anderes. Oh, wait. Geht's zur Taverne? Was sind das hier für Quests? Ach so, ich kann ja noch woanders hingehen. Stimmt. Scheiterhaufen in Novigrad. Da könnte ich Triss besuchen gehen. Oder nach Skellige. Sollten wir jetzt wohl noch nicht machen. Wildes Herz. Das ist tatsächlich die Quest, wo wir die Frau suchen müssen. Und das sind die Quests, die wir aktuell haben. Ist gezeichnet. Dann werden wir uns im Dorf doch noch ein bisschen weiter umsehen. Alte Frau und alter Mann, was habt ihr zu verbergen? Ich nehme euch alles weg, was ihr besitzt. Weil ich die Wasserflasche lieber brauche. Und ich glaube, ihr werdet klarkommen. Alte Frau und alte Frau. Hier ist man offenbar ein bisschen... bisschen entspannter, was diese Thematik angeht, als noch in der Welt davor. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich die Witcher-Sense benutze, alles nicht ganz so smooth läuft, wie ich das gerne hätte. Ich würde gerne nicht das anzünden, sondern gerne die Flaschen da oben mit denen interagieren, aber das scheint nicht zu funktionieren. Naja gut, ich habe das Gefühl, dass die Leute in diesem Dorf tatsächlich sehr, sehr arm sind und gar nicht mal so viel haben. Das mir was bringen könnte. Außer in diesem einen Ding. Wo ich ganz viele Truhen gefunden habe. Wer weiß, was das war. Hallo Frau. Hallo Verkäuferin. Hm, die leben hier tatsächlich auch mit sehr, sehr vielen auf einem Haufen. Ein Seil. Was braucht ihr schon? Ein Seil. Was braucht ihr schon? Blutmoos. Alles unnötig. Wo zum Teufel ist die Taverne? Oh, ein lieber Hund, die gibt's auch. Das ist begrüßenswert, da muss ich den wenigstens nicht töten. Was haben wir denn hier fallen? Das ist eine Servierplatte.
Stimmt, von der Omi. Die Omi wird's überleben. Dafür heile ich auch die einen Kinder da für warme Worte. Denke ich zumindest mal. Vielleicht schaffe ich es auch nicht. Da war eine zerbrochene Hake drin. Da war die aber in sehr klitzekleine Teile zerbrochen, möchte ich mal kurz anmerken. Hier ist echt nur Bullshit drin und hier ist ein abgeschlossener Raum. Hm. Was das wohl zu bedeuten hat. Zack. Die Taverne ist... Die Taverne scheint tatsächlich nicht in diesem Dorf zu sein. Und halten wir fest, alles, was nur ansatzweise Wert hat, ist in Häusern, wo wir erst einbrechen müssen. Das ist gut zu wissen. Calcium Equum, das brauchten wir. Ich weiß sogar noch, wofür. Krankerweise. Ich weiß, das ist unüblich für mich, aber wir brauchten es für eine Bombe. Gucken, ob wir sie mittlerweile herstellen können. Alter, das kann nicht sein, dass ich jetzt nicht schon wieder 36 Minuten spiele. Oh, Leute, wir brauchen 2 Calcium Equum. Ja, das zackt mal jetzt richtig hart. Das zackt jetzt mal richtig, richtig hart. Wieso habe ich eigentlich, wenn ich die eine Bombe besitze, die nicht ausgewählt? Ach, ich glaube, ich habe die nicht mehr wiedergefunden, ne? Aber jetzt sehe ich sie. Zack. 2 von 2 kann ich tragen. Das ist nicht die Menge, aber immerhin. Christian ist übrigens ganz entspannt, was diesen höheren Schwierigkeitsgrad angeht, den er spielt. Also, dass er nicht beim Meditieren heilen kann, das stört ihn gar nicht so sehr. Weil sonst hätten diese ganzen Biere und so, die er findet, sagt er, gar keinen Sinn. Hat auch recht. Ich denke auch darüber nach, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anzuheben. Ich finde es doch recht einfach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, sind wir erst einmal gestorben und das war, weil wir irgendwo runtergefallen sind, weil ich richtig dumm war. Und ich sehe gerade, dass die komische Taverne 340 Schritte weit weg ist, was für uns wiederum bedeutet, dass wir erst Namesquests machen. Zumindest die eine. Ich hab da jetzt nicht gerechnet, wa? Was? Das ist noch weiter weg? Are you fucking kidding me? Das ist... Okay, ja, alles klar. Da bleiben wir dann vielleicht doch ein bisschen entspannter. Und gehen vielleicht doch eher... Scheiße. Geht vielleicht doch erst unserer Hauptquest nach. Denn die ist im nächsten Dorf schon. Ja, ist das nicht fein? Ist das nicht fein, meine Damen und Herren? Können wir uns mal unser Pferdchen holen? Dann ist es. Ja, quasi die Folge beenden. Wow. Ist diese Folge sehr, sehr viel passiert. Ich entschuldige mich vielmals. Aber es ist ein riesiges, riesiges Rollenspiel mit sehr viel Lore und sehr viel Hintergrundgeschichte. Und ich liebe die Hintergrundgeschichten in dem Spiel und deswegen will ich sie nicht auslassen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.